Guten Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelbe Edition. Rekessia haben wir ja letzten Part bekommen und Rekessia ist jetzt auch auf Level 21. Wir tun jetzt aber wieder Stefan hier hoch und gehen jetzt erstmal weiter hier hoch und werden die ganzen Trainer besiegen. Und ja, nachdem ich hier die ganzen Trainer besiegt habe, werde ich euch noch was zeigen. Das wird für uns von großem Nutzen sein. Wir haben ja jetzt schon Glumanda und Bisasam bekommen und haben auch schon die nächsten Entwicklungen. So. Der war doch auch etwas versteckt, oder nicht? Na gut. So, dann den dürfen wir besiegen. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform oder sind besoffen? Das war jetzt ein kleiner Fehler. Das war die hier vielleicht. Ne? Gut, Macholo kriegen wir klein. Weil Macholo ja ein Kampf-Pokémon ist und kein Boden-Pokémon. Ah ja, Volltreffer, Karateschlag. Natürlich, der zieht jetzt auch ordentlich etwas ab. Mach mal einen Ruckzuck-Hieb draus und der dürfte weg sein. Was als nächstes einsetzt, wird davon entscheiden, ob ich Pokémon wechseln soll. Kleinstein, natürlich. Und wir könnten jetzt Kati oder Rock reinsetzen. Nehmen wir Kati. Die hat dann nämlich einen Vierfach-Boost oder so ähnlich, weil sie Rankenhieb kann und das auf Boden und Gestein-Pokémon sehr effektiv ist. So. Ja, gut. Du hast gut gekämpft. Ja, das finde ich schön, dass du das so siehst. Ich weiß gerade nicht. Gegen den da dürfen wir nicht kämpfen. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Ja, ich bin hier auch nur zum Üben. So, ja, der Teenager setzt einen Radfratz ein. Diese Eke auf der Ratte. Donnerschock und mal gucken, schaffen wir's. Ja, Volltreffer. Ein Habitak, da braucht man nicht wirklich wechseln. Ich meine, wofür auch Donnerschock reicht. Und das Ding ist Geschichte. Unser Pikachu, also Stefan, sollte möglichst schnell auf Stufe 50 kommen. Denn da erlernst du was sehr Schönes. Du bist richtig gut. Dankeschön. Und du? Du möchtest zu Mel, aber erst wird gekämpft. Das ist sehr schön, wenn du kämpfen möchtest. Aber ich fürchte eher, genau das fürchte ich. Ein Level 17er Onix, ab zu Kati, die kann das nämlich richtig gut machen. So. Onix macht Tackle. Rankenhieb. So. Onix wurde besiegt, Stefan bekommt so viel, Kati bekommt so viel. Gut. Du hast viel Erfahrung. Danke, dass du das so siehst. So, gut. Hallo, mein Freund ist cool. Oh Gott. Wann habe ich das jemals sagen hören von Mädchen? Das letzte Mal, dass sie ihren Freund cool findet. Ich kann das irgendwie nicht leiden, wenn jemand sagt, ja, hier, das und das ist cool, das und das ist cool. Ich meine, das Wort cool ist sozusagen doch eh schon wieder uncool, oder nicht? Nein, also cool benutzt man irgendwie nicht mehr. Das war damals vielleicht mal so, aber dieses Wort wird nicht mehr benutzt und das finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Donnershock. Tackle. Nochmal Donnershock. Kriegen wir es klein oder nicht? Nein, natürlich. Oh, jetzt ist es paralysiert und es setzt Tackle ein. Zu 50% kann es jetzt nicht mehr angreifen. Und Paralyse ist sowieso ein bisschen zu OP hier in der ersten Generation.
Weil wirklich irgendwie kommt das mir vor, als wird das 80% der Zeit wirken. Auch beim Gegner. Ich war nicht in Form. Ja, gut. Den werden wir gleich runterlocken, damit wir hier hochkommen, ohne Zerschneider einzusetzen. So. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Das darf so auch sein, aber zuerst bin ich dran. Und natürlich, was macht man, bevor man einen Wanderer anspricht? Genau, man ist darauf vorbereitet, dass er sowas einsetzt. So, wir gehen zu Kati. Denn die kann das richtig gut ab. Also die kann solche Stein-Pokémon richtig gut zerfetzen. Wobei Gestein ja auch auf Pflanze sehr effektiv ist. Oder nicht? Aber halt... Hä? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob Pflanze überhaupt sehr effektiv auf Gestein ist. Aber eigentlich schon, ne? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Kampf-Pokémon, ja komm, da können wir Kati drin lassen. Die kann auch gleich leveln. Ja. Gut, Rankenhieb. Bam. Zieht rein. Und wurde besiegt. Nochmal ein Kleinstein. Da lassen wir Kati auch noch drin. Denn die kann ziemlich schnell so ein Pokémon erledigen. So. Zack. Giftpuder darfst du erlernen, denn Giftpuder ist nicht unbedingt schlecht. Heuler. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Eventuell. Aber nur eventuell. Du hast mich besiegt. Moment. Kassia, kannst du... Heuler, gut. Das ist sehr wichtig. Der kommt runter. Gut. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Es ist cool, eine Freundin zu haben. Ach, das ist ein Pathfinder gewesen. Ich dachte, das ist ein Teenie. Ja gut, also Freundin haben ist cool. Und jeder, der keine Freundin hat, ist uncool. Finde ich irgendwie nicht. Oh, das war nicht mal ein Volltreffer. Jetzt machen wir einen Ruckzuck-Hieb und dann bist du weg. Ha? Biatsch. So, ein Rettern. Ja, komm. Lass mal Stefan drin. Stefan schafft das schon. Oh, mit einem Ruckzuck-Hieb eventuell nicht. Oh, Wicke. Das wird uns jetzt zum Verhängnis. Oh Gott. Oh Gott. Haben wir einen Trank? Wir haben 5 Tränke. Woher haben wir jetzt die ganzen Tränke? Rettern greift weiter an. Slam! Bam! Weg. Gut. Und du? Ach, so ein Mist. Ja. Gut. Das war TM19. Das dürfte eine sehr schöne Attacke sein. Es dürfte nämlich, wenn ich mich nicht irre, das hier ist Donnerwelle. Gut, die haben wir auch. Und das hier ist Geowurf. Jawohl. Geowurf ist auch eine Kampfattacke. Und du, was machst du? Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Wieso, weil ich dich von hinten angesprochen habe und einfach so an dir vorbei bin? Ach, jetzt war's ein Teenie. Die Sprites sind hier noch ein bisschen ekelhaft. Aber gut. So, dann werden wir einen Donnerschock machen. Bam. Rettern will den Silberblick. Und da bin ich kurz gegen mein Brett gestoßen. Aber mich kratzt gerade. Und somit hatte ich nur eine Hand frei und einen Sandan, ja. Können wir Kati gegen einen wechseln?
denn die macht das auch sehr gut schon platt. Ich werde übrigens alle 5 Level andere Pokémon intensiv trainieren. Das heißt, bevorzugt in den Kampf schicken. Wie zum Beispiel jetzt gerade, wenn die auf 25 sind, dann werden die anderen beiden noch intensiver trainiert, weil sonst hat das auch keinen Sinn, aber das passt schon. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Na gut, wenigstens zieht das ein. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon, ich bin furchtbar neidisch. Ja, das ist ja immer so ein Problem, so ein kleines Problemchen. Von den Mädchen, die werden extrem schnell eifersüchtig. Na super. Wisst ihr was? Wechseln zu Rikisia. Und ja, ein Absorber. Bringt dir nicht viel. Und 2 KP hat uns abgezogen. Jetzt brennen wir dich an. Und du überlebst. Okay. Das war ein Volltreffer. Puh, ach du Scheiße. Grazie. Gut. Ein gutes Mirabler. Ein Taubsi. Ja, da möchte ich gerne wieder wechseln zu Stefan. Denn Donner ist sehr gut. Also Blitz-Pokémon. Elektro. Nicht Blitz. Elektro-Pokémon sind sehr effektiv gegen Flug-Pokémon. Beziehungsweise im Vorteil. Nochmal Myrapla, ja gut, Rikisia wird das erledigen mit Leichtigkeit und sehr gerne. Wir haben ja ein sehr schönes Pokémon. Und das überlebt. Also entweder ist unser Rikisia ziemlich unten oder wir... Oder sie hat tatsächlich ein gutes Myrapla. Hoffen wir einfach mal auf den Fall Nummer 2. Gut. Ich bin nicht neidisch. Ja, gut, Moment mal kurz. So. Jetzt geht's wieder. Hier sind wir richtig. Küstenhaus, hier wohnt Bill. War hier noch irgendeine Trainerin? Ich glaube nicht. Gut. Unser Pikachu. Richtig süß. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit dem eines Pokémon kombiniert. Wie sieht das aus? Hilfst du mir? Jo. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Ja. Pikachu ist total verwirrt. Das ist auch richtig süß gemacht irgendwie. Rolf hat den Zell-Eingang. Zellseparator stand da wahrscheinlich. Okay. Ich wusste zwar noch, dass das passiert, aber nicht, dass es dann so... Hä? Was ist jetzt los? Hä? Was passiert? Hä? Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Bla bla bla. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Wolf erhält Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. Am Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel. Ja, Trouble nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, aber wir gucken uns trotzdem. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. In Orania City ankert das große Kreuzfahrtschiff, bla bla bla. Ja, danke. Gut, es war verwirrt. Es liebt mich.
Seht, es liebt mich wieder. Es hat mich richtig ins Herz geschlossen. Ja, wäre Stefan jetzt hier und könnte das sehen. Er wird sagen, ich liebe dich doch nicht, du fette Schwein. Ja, das wird er wahrscheinlich wirklich sagen. Oder irgend so etwas ähnliches, aber... Damit kann ich leben. Doch, damit kann ich leben. So, dann werde ich mal kurz pausieren und euch etwas zeigen, das wir eventuell brauchen werden. Naja, nicht unbedingt in... es wird jetzt nichts über die Storyhandlung machen. So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ja, ist eine ziemlich männliche Frau. Komm jederzeit wieder vorbei. So, dann sehen wir uns gleich wieder am besagten Ort. Bis gleich. So, mir ist aufgefallen, ich kann euch das noch gar nicht zeigen. Dafür machen wir jetzt einfach schon mal den Quellorden. Und wir tauschen das einfach mal hier hin, dann ist es schneller zu greifen. Falls wir es denn brauchen, tuten. Und du sagst, du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ja doch, den kannten wir schon. So, den können wir übergehen. Werden wir aber nicht. Ja, dieses Platschgeräusch, Moment mal. So, dann geht es weiter. Ja, Platschgeräusch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Schwimmer möchte kämpfen. Schwimmer setzt Sepe ein. Ist auch ein schönes Pokémon, das man als Wasser-Pokémon ins Team aufnehmen könnte, aber nein, ihr wisst schon, wir haben die ersten zwei Starter gekriegt, also was ist logisch, dass wir als nächstes kriegen, genau. Also, Muschas. Mit dem Namen habe ich bis heute irgendwie Probleme, aber gut, das, naja. Wir haben den ersten Schwimmer besiegt und ja, das darf nicht wahr sein. Verdammt nochmal, ich hab verloren. Mist, ich werde mir das Gehalt kürzen. Zuerst fordere ich dich heraus, Misty muss warten. Gut, dann wartet Misty halt, habe ich kein Problem mit. So, Pfadfinderin möchte kämpfen. Ja. Donnerschock. So. Macht einen Routenschlag. Und Slam! So, im Anime war es glaube ich so, dass Misty diese Dinge erst bekommen hat oder so. Ich bin überwältigt. So, jetzt wird's anstrengend. Jetzt geht es los. Und das Anstrengendste an dieser Sache ist, Misty's Stimme zu halten. Hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz vom Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? Ja, Misty hat sich auch... Also der Sprite hat Misty... Also der hat sich richtig krass verändert in den anderen Spielen. Das ist keine Misty mehr. Das ist irgendwie... eine andere Person. Das ist nicht diese Misty. Sehr effektiv und er setzt Tackle ein. Nein, wir werden sterben. Nein, natürlich nicht. Sie hat nur zwei Pokémon. Sterndu auf 18. Und Starmie wird auf Level 21 sein. Starmie wird eingesetzt. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, nicht wirklich. Hier Starmie 21. Donnerschock. Bam. Und, oh, stimmt. Da konnte Blubstrahl. Blubstrahl war für mich immer sehr gefährlich. Das war ein Volltreffer, okay. Härtner. Bam.
Nochmal. Mach nochmal einen Härtner. Es könnte sein, dass wir gleich die ganze Chose von vorne machen müssen. Nein, müssen wir nicht. Wir haben Misty besiegt. War jetzt nicht unbedingt schwer. Level 23 erhält Kati. Und nicht erhält, erreicht. So. Wow, du bist sehr gut. Alles klar, ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Gut. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Blubstrahl dürfte das sein. TM11 ist Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja. Und das ist schon mal sehr gut, dass wir diese TM bekommen haben, aber... Ja, wir sehen, wir laufen alleine rum. Unser Pikachu folgt uns nicht mehr. Unser Pikachu ist auch besiegt. Ja, wenigstens haben sie darauf geachtet und wir heilen nochmal unsere Pokémon. Wir haben schon 4 im Team. Bis Level 30 gehorchen uns die Pokémon. Das ist schon mal sehr nett zu wissen. Das heißt, wir sind ziemlich gut gelevelt dafür, dass die nur bis Level 30 gehorchen. Und das heißt, dass wir das nächste Mal einfach mal weiter in der Hauptstory gehen, denn hier gibt es nicht mehr viel zu machen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Wolf. Ciao.